Ey, Younes, Bruder, die Haare sehen nice aus, oder? Sag mal, ey. Boah, Bruder, ich sag dir ehrlich, graue Haare ziehen anders. Hast du Handy bei dir? Ja? Lass mal Foto machen. Boah. Ey, Jungs, wir sind auf dem Planeten angekommen, aussteigen. Ja, warte mal, geh mal, mir ist verschwindelig gerade. Was ist los, Maki? Ey, meine Haare sind weg. Nein, kurz bevor wir da waren. Boah, wo bleiben die, Mann? Ich hab dir noch gesagt, die sollen nicht beeilen. General Kuno, Captain Richies Schiff ist angekommen. Ja, ihr sagt ihm, die sollen direkt hier hinkommen. Ey, Kuno, was geht ab, Digga? Sieht krass aus hier. Hi, ich bin Mike. Der Planet ist ja richtig cool. Yo, hi Jungs. Hi Richie und hi Derek. Freust du dich nicht, mich zu sehen, Digga? Derek, wenn du noch einmal auf mein Gesicht auflegst, kriegen wir Ärger. Ach, du mit deinem Lieg nicht auf. Bruder, wir haben telefoniert. Ich habe dir alles Wichtige gesagt. Dann weg. Außerdem, Kuno, ganz ehrlich, was willst du machen? Ich bin stärker als du. Weißt du was? Mal gucken, ob das Schlafzimmer, was ich dir zur Verfügung stelle, auch findet, dass du stärker bist als ich. Nein, Kuno, war Spaß, Mann, ehrlich. Ja. Wie habt ihr herausgefunden, dass Mikey zur Hälfte Madama ist? Digga, seine Haare sind plötzlich grau geworden. Einfach so aus dem Nix. Okay, das habe ich schon befürchtet. Also die Madame haben safe mitbekommen, dass Mikey da seinen kleinen Austicker hatte und dass er seine Haare bekommen hat. Deswegen müssen wir jetzt gucken. Und jetzt müssen wir natürlich entscheiden, wie wir darauf reagieren. Ich kann die nur leider nicht so gut einschätzen. Es könnte sein, dass sie uns angreifen. Es könnte aber auch sein, dass sie einfach nur fragen, ey, hört mal zu, Leute. Was ist da los? Sagen wir denen, was los ist, oder sagen wir nichts? Lügen ist keine Option. Das kennt ihr ja. Mache ich nicht. Also entweder sagen wir gar nichts oder wir sagen ihnen die Wahrheit. Anders geht's nicht. Aber ey, Jungs, habt ihr eigentlich ein Foto gemacht von den Haaren? Bei denen erkennt man die Ränge nämlich an den Perlen in den Haaren. Bei uns sind das halt Farben hier wie Gold. Bei denen halt, je mehr Perlen, desto besser. Ich und Younes haben eins gemacht. Wir wollten das posten. Ja, zeig mal. 17 Perlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist viel. Und wenn es viel ist, dann haben wir ein Problemchen, weil dann kommen die safe vorbei. Oder nehmen irgendwie anders Kontakt auf, ich weiß es nicht. Aber apropos posten. Leute, die hier zugucken, folgt mir doch einfach mal. Hier und auch auf Insta. Warum nicht? Wenn ihr mir folgt, kann sein, ihr seid Gold dran. Wer weiß? Ey, warte, ich muss dir noch sagen, wie wir heißen. Wir heißen überall Damn Younes. Jungs, was macht ihr da? Ihr könnt doch nicht einfach mit den Zuschauern reden. Die dürfen nicht wissen, dass wir die sehen. Stimmt. Ja, jetzt ist es eh zu spät, Leute. Ey, ganz ehrlich, Leute, macht mal bitte ehrlich. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun und nicht, dass sie jede Folge jetzt nerven haben.